Jetzt hören wir erstmal ein Lied, was wir uns ganz, ganz doll gewünscht haben, dass das heute hier erklingt. Denn du tust ja viel dafür, zu Unrecht in Vergessenheit geratene Komponisten wieder auszugraben und zu Gehör zu verhelfen. Erzähl uns doch mal was über Erwin Schulhoff, den wir gleich hier hören werden. Also Erwin Schulhoff ist ein Komponist, der wirklich in der 20er, 30er Jahre zu einer der berühmteste überhaupt gehört hat. Er hat eine Sensation mit seiner Musik gemacht, in Europa, in Paris vor allem. Er hat bei Janacek studiert und er war der Erste, der auch Jazz integriert hat in seine Musik. Und er wurde von den Nazis verhaftet und interniert in ein Konzentrationslager, wo er dann auch 42 gestorben ist. Und seine Musik ist völlig in die Vergessenheit geraten. Und es gibt in dieser Musik etwas, was so genial ist, was so eine Seele hat. Und deshalb versuche ich diese Musik, wo ich nur kann, zu spielen. So auch heute mit Elisabeth Kuhlmann und Ulrich Rodé. Thank you.